again. Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus, willkommen zurück zu Vampir. Ich werde jetzt hier nochmal mit der psychisch Kranken reden, die sich für einen Vampir hält und ihr sagen, dass sie nicht mehr von Spionen der Vampirjäger gejagt wird. Und dann gucken wir mal, wie sie darauf reagiert. Und mal schauen, wie ihr auf dieses Video heute reagiert. Vielleicht lasst ihr ja einen Daumen nach oben da. Und da ist sie auch schon, Velma. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Echt? Rich, vibrant blood. Ja, wirklich. Über die Männer, die sie verfolgt haben. Gucken wir nochmal, ob wir hier nochmal andere Möglichkeiten haben. Ah, siehst du? Da haben wir noch mehr. Wer sind sie wirklich? Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Hm? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. It was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? Sie hat sich aber auf jeden Fall schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt, oder? Das ist interessant. Erzählen Sie mir von Vampiren. Tell me, Thelma. What do you really know about vampires? I saw one and he saw me. I watched him hunt and kill. I saw his terrible wounds heal as his victim died. And then I knew I was saved. You mean you actually saw a vampire? Here in London? Yes. And it has been the answer to my pain. I must drink and kill to regenerate my decaying body. I am a vampire too. Sie könnten in Gefahr sein. Das stimmt, wenn sie ihn wirklich gesehen hat und er hat das mitbekommen, könnte sie wirklich in Gefahr sein, falls der seine Spuren verwischen möchte. You have no idea what problems your claim could cause if heard by the wrong people, Miss Howcroft. You must stop this nonsense now. Why fear the truth? Strange things live in the dark, Dr. Reed. Strange and ancient beings that were here before this island even had a name. Da stimme ich zu. Erzählen Sie mir von Thomas Elwood. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Ja, ja. Wollen Sie ihn zu einem Vampir machen? Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Ach komm. Führen Sie in eine Beziehung? Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Klar. So, dann über die Männer, die sie verfolgt haben. I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, Doctor. Why are they hunting me down? Es war ein Missverständnis. Niemand sucht nach ihnen. Jetzt nicht mehr. It was a misunderstanding. These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me. But they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty mortal, I think you should assume a low profile and just quietly disappear into the shadows. You are right. And you have served me well, mortal. Take this as a reward for your time. Perhaps I will allow you to drink deep of my blood. One day. Thank you. I'll keep that proposition in mind. Okay, ich habe von ihr eine Blutprobe bekommen. Das könnte ich dann jetzt untersuchen. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Wenn ich ihr Blut untersuche und dann da rauskommt, dass es normales Menschenblut ist, kann man ihr wahrscheinlich dann wieder sagen, ey, ich habe dein Blut untersucht und du bist kein Vampir oder so. Mal schauen. Aber diese Vampirjäger, siehst du auch, wie amateurhaft die arbeiten. Dass die so eine für einen richtigen Vampir halten, aber gut, das war ein Rekrut oder so, der sie entdeckt hatte, ne? Der hat halt gar keine Ahnung, der Spinner, ey. So, untersuchen wir doch gleich mal
die Blutprobe von der Dame. Haben wir gar nicht? Die hat uns doch was gegeben gerade, oder nicht? Ich dachte. Haben wir nicht bekommen hier. Zum Analysieren. Was steht denn jetzt so bei ihr? Aber der Fall ist hier doch schon erfolgreich. Guck mal, hab ich hier beim Krankenhaus die Fälle, die ich gefunden habe, sind alle gerade abgeschlossen. Oswald Thatcher, den habe ich in der Kanalisation gerettet, den habe ich aber noch nicht geheilt. Gegen Kopfschmerzen habe ich, glaube ich, sogar gar nichts. So. Aber für sie habe ich hier alle Sachen gefunden. Thelma hat erlebt, wie ein Vampir seine Beute tötete. Genau. Thelma leidet unter dem Cottard-Syndrom und Thelma wird von den Priven-Spionen verdächtigt, eine echte Vampirin zu sein. Ist sie aber nicht. Ist sie nun ganz und gar nicht. Na gut, begib dich zum Stonebridge-Friedhof. Bevor ich dahin gehe, wähle ich aber auch nochmal die Untersuchung aus Whitechapel aus. Da, weil der sich auch genau am gleichen Friedhof befindet. Der heilige Kreuzzug findet den Jünger Samuel auf dem Friedhof. Leveln konnte ich nicht, habe ein bisschen wenig Erfahrungspunkte. Das ist wieder der Arzt mit dem Behandlungsfehler, der arbeitet immer noch. Muss auch irgendwann mal aus dem Verkehr gezogen werden, der Gute. So, wie laufe ich denn jetzt am besten? Hier komme ich da nur zu dieser Hintertür. Ich muss hier abbiegen und dann die Straße folgen. So, hier und dann die nächste links. Da war ich auch noch gar nicht bei dem Friedhof. Blackwall Firbog. Was haben wir denn hier? Wer hat denn die getötet? Schillinge. Na gut. Keine Information oder so. Da ist wieder ein Vampirjäger. So wie er da steht, kann ich mich aber nicht so wirklich anschleichen, ne? Unsichtbar ging's. Bloody leech! Okay, einer weniger. Den hat's auch fast zerlegt hier. Level 16 hier. Hallo, schlag doch! Immer aushalten, diese fetten hier. Klaue von hinten kriegst du ab. Weg mit dir. Da unten steht auch noch jemand. Ey! Was für ein Verhalten hier. Wenn ich ausweichen will, trifft er mich dann immer noch. Wehe, du schießt wieder auf. Oh, Spagat kann er aber, ey. Da war früher Chili da. Was haben die hier schon wieder zu suchen gehabt? Und dieses leise Kindergeschrei, was man noch hört. Hier unten war aber eben noch jemand.
Da. Kadett von Priven. Ah, okay, den kann ich überraschen, wenn er sich jetzt nicht zu mir... Er dreht sich doch zu mir. Gut, dass er nicht mit den anderen mitgekämpft hat. Da geht's auch wieder in die Kanalisation rein. Nee, das Tor ist noch zu. Schade. Was haben wir hier oben? Ah, ein Safe. Ist ja immerhin sogar alles offen hier. Kann man mal reingucken. Kann ich da rüber? Dings? Ja, geil. Spare ich mir den Weg über die Brücke. Und hier sind wir schon angekommen, am Friedhof. Komische Spuren hier auf dem Boden. Ein Schütze haben wir hier. Oh, da sind noch mehr. Schmeißt du Granaten? Hey, lass das! Kann auch schießen. So, da ist aber noch jemand. Ach, guck mal, der hat noch nichts mitbekommen, der Typ. Ja, das ist doch praktisch. Ah, er dreht sich nochmal weg. Ah, scheiße. Okay. Friedhof ist also hier gut behütet, sage ich jetzt mal. So. Was ist denn dichter? Das andere? Okay. Der Jünger Samuel ist ein bisschen weiter weg. Aber beides ist hier nur das Tor. Ich muss den Friedhof erstmal noch betreten. My dear sister. I don't know if I have the strength. Das ist auch eine geile Atmosphäre hier mit den Grabsteinen und sowas hier, der Friedhof. Bei den Lichtverhältnissen. Das haben sie echt gut hingekriegt. Ich höre hier aber auch noch andere Kreaturen. Ja, hier laufen noch Skulls rum. In der Bude sind die. Und hier haben wir noch eine Blutspur. Führt aber noch... Nee. Ich wollte gerade sagen, die führt ja noch hier hin, aber hier sind nur Ratten. Was machen die denn hier mit den Särgen, ey? This is despicable. Okay, da haben wir den. So ein Rumteleportierer hat ihn aber hier nicht so viel genützt. In dem kleinen Raum. Ja, der Schrank nicht zum Looten hier. Hier ist noch eine spanische Grippen. Ein Grippenopfer. Noch mehr Geld. Ganz schön runtergekommen hier, das Haus, hier am Friedhof. Und da kann ich, wieder... Interessant. Jetzt bin ich hier wieder im anderen Bezirk. Einmal übers Wasser geportet. Guck mal, von hier oben sieht das Wasser gar nicht schlecht aus, ne? Wenn man das so sieht, wie der Regen da so raufprasselt mit dem Licht.
Ach, das ist ein Unterschlupf für mich. So habe ich einen Unterschlupf gefunden. Und eine Werkbank. Ja, genau. Füllen wir nochmal alles auf. Warum nicht? Nicht, dass ich unbedingt was verbrauche von den Sachen. Muss ich noch irgendwas bauen? Eigentlich nicht, ne? Was haben wir denn hier noch gekriegt? Belebende Blutprobe. Eine kleine Menge belebendes Blut, mit dem Ausdauersera für Vampire hergestellt werden können. In der besseren Variante. Cool. Kann ich schon meine Waffen verbessern? Nee. Immer noch nicht. Wobei, ich habe hier diese ganzen Sachen. Ich würde die nicht... Also ich will die nicht aufwerten. Die würde ich ganz gerne alle mal zerlegen. Aber ich kann die irgendwie nicht Inventar weiter woanders hinpacken. Um die dann vielleicht einfach zerlegen zu können, auseinanderzunehmen. Das wäre mal cool. Vielleicht im normalen Inventar. Wenn ich das von hier machen kann. Dass ich die hier zum Schrott irgendwie Details... Nee. Schade. Wiederverwerten wäre mal eine coole Sache für die Sachen. Und wieder zurück zum Friedhof. Eine weitere Tür haben wir hier aber gar nicht. So, aber der Samuel ist hier ein bisschen dichter dran. Da haben wir noch einen boshaften Skull. Da oben auch, oder? Ja. Das sind zwei. Die sind immer leichter zu besiegen als so manch Vampirjäger. Noch ein Skull da oben. Oh, hier ist alles voll. Haben wir aber ganz schön was am Leben verloren hier gerade. Gut, dass die Skulls auch immer Geld dabei haben. Hast du mich gerade angeschrien da vorne? Einer weniger. Solange ich noch Ausdauer habe, sind die gar nicht so schwierig. Die kann man immer sehr gut unterbrechen mit dem Schlägen. Bei den Vampirjägern. Die schlagen dann oft gerne mal zurück. So. Ich habe aber den Samuel hier noch nirgends gesehen bisher. Da oben höre ich eine andere Person, die da rumschreit. Ruft sogar einer um Hilfe. Hey, weg mit dir. Und da kommt noch was. Ich komme hier. Somebody help. Ach, da ist wieder einer hinterm Gitter. Eine Dame. Ja, ich bin ja schon da, Mensch, Fräulein. Schlag doch! Ja. Jetzt reicht es aber mal hier. So, kriegt die Klaue ab hier.
Okay. Das war gefährlich. Ist es eine Schwester? Nee, wer hat dich da eingesperrt? Coole Krypta, guck dir das mal an hier. Sehr schönes Ding. Hallo Dame. Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Xiao Shun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Xiao Shun? Aus China? Interessant. Keinen weiteren Text, schade. Witwe in Nöten war das. Sollen wir wirklich nicht mehr nichts mehr zu erzählen? Go back home, where you'll be safe? Maybe later. But for now, I need to talk to my husband at the cemetery, Mr. Reed. Okay. Ja, da können wir aber einige Hinweise für finden, ja? Xiao Shun. In welchem Bereich ist sie denn? Auch hier beim Krankenhaus, da unten. Wichtiges Ereignis. Eine Presse berichtet ja über nichts. Das gehört hier noch mit zu Whitechapel alles. Carnage. Is Father Whittaker's disciple among the bodies, I wonder? Ach, Samuel ist tot? It's locked, all right. Ja, ja, ich sehe. Wow! Da hat echt jemand schön die Wand bespritzt, ey. Was haben wir denn hier? This man's far too old to be Samuel. Okay, das ist nicht Samuel. No. Nein? By the look of his clothes, this man's a docker. Ein Dockarbeiter. Guck dir das mal an hier. War das ein Ritual oder? Aber hier sind schon mehr gestorben an diesem Altar. Wie die ganzen Knochen, die da rumliegen. Rot ist die Farbe der Liebe. Ist das Samuel? Samuel isn't here. Okay. I had better follow the blood trail. Untersuchung aktualisiert. Ich stehe da immer noch Witwe in Nöten dran, obwohl ich doch die Quest eigentlich gar nicht abgewählt hatte, die andere. Das hier, das hat er automatisch hier aktiviert. Witwe in Nöten, Bürgermission, aber was wir da gerade machen können, steht nicht dran. Da muss ich wieder hier mal die wieder mal verfolgen. So, folge der Blutspur und finde den Jünger Samuel auf dem Friedhof. Kann ich sie darauf ansprechen, was hier passiert ist? Ich meine, die war hier drin und die Tür war zu. Shouldn't you go back home, where you'll be safe? Maybe later. But for now, I need to talk to my husband at the cemetery, Mr. Reed. Das sagt sie immer, aber die geht hier auch nicht weg. Die Blutspur, die kann ich nach hier lang verfolgen. Okay, wir haben also einiges zu tun hier. Auch noch die Beerdigung von der Schwester angucken. Unauffällig sollen wir uns beteiligen an der Beerdigung. Und die Blutspur hier finden oder verfolgen, um Samuel zu finden. Einiges los. Ich finde die Atmosphäre hier auf dem Friedhof gerade ziemlich cool. Aber der Mord hier unten? In der Krypta? Sehr, sehr bizarr. Irgendwie hat sich der Mantel ein bisschen in unseren Beinen verhangen. Seht ihr das? Das sieht voll scheiße aus. Jetzt. Ich konnte ihn befreien. Der Mantel hängt wieder. Also Leute, was ihr auch gerne mal wieder machen könntet, wäre einen Daumen nach oben da lassen hier für die heutige Episode. Sollte sie euch dann gefallen und ihr euch hier noch von dem Let's Play unterhalten fühlen, dann gerne. Und dann schaltet auch morgen wieder ein, wenn es weitergeht mit Vampir. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.